Abhängigkeit im Leben Jesu. Ansporn und Herausforderung für wahre Jüngerschaft. Vorbemerkungen. Es ist immer mit besonderem Segen verbunden, über das Leben des Herrn Jesus nachzudenken. Sein Name ist wunderbar und genauso war sein ganzes Leben hier auf der Erde. Er ist so unfassbar groß, dass er seinen Jüngern sagte: Niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Matthäus 11, Vers 27. Unser begrenzter Verstand ist nicht in der Lage, völlig zu erfassen, was es bedeutet, dass er sowohl über allem ist, Gott, gepriesen in Ewigkeit, aus Römer 9, Vers 5, und gleichzeitig der Mensch Christus Jesus. 1. Timotheus 2, Vers 5. Während unser Herr hier auf der Erde lebte, wohnte die Fülle der Gottheit leibhaftig in ihm. Er besaß zu jeder Zeit göttliche Allmacht und Allwissenheit. Doch gleichzeitig lernte er als Mensch aus eigener Erfahrung menschliche Schwachheiten und Einschränkungen kennen. Seinen Jüngern erklärte er zum Beispiel im Blick auf sein Kommen in Macht und Herrlichkeit: Von jenem Tag aber oder der Stunde weiß niemand, weder die Engel im Himmel noch der Sohn, sondern nur der Vater. Markus 13, Vers 32. Als er schließlich in Schwachheit gekreuzigt wurde, klagte er unter furchtbaren Schmerzen: Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Tonscherbe. Psalm 22, Vers 16. Viele andere Begebenheiten zeigen uns das gleiche scheinbare Paradox. Nach einer langen Reise saß der Herr Jesus erschöpft am Brunnen in Sichar. Jesaja schreibt jedoch: Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Jesaja 40, Vers 28. Er schlief im Boot, als er mit seinen Jüngern den See überquerte. Der Psalmist wiederum sagt, dass der Hüter Israels weder schlummert noch schläft. Psalm 121, Vers 4. Schließlich starb er, der allein Unsterblichkeit besitzt, am Kreuz auf Golgotha. 1. Timotheus 6, Vers 15. Die Zeichen und Wunder, die der Herr tat, dienten als Beweis dafür, dass er wahrhaftig der Sohn Gottes ist. Johannes 20, Vers 31. Seine gelebte Abhängigkeit dagegen machte deutlich, wie vollkommen er als wahrer Mensch hier gelebt hat. Wir dürfen die beiden Seiten der Wahrheit, dass er Gott und Mensch in einer Person ist, niemals voneinander trennen. Wir können jedoch versuchen, sie in seinem Leben mit der gebotenen Vorsicht zu unterscheiden, wobei selbst das oft nicht einfach ist und die Gefahr birgt, dass wir uns täuschen. Er ist der allmächtige Schöpfer und gleichzeitig derjenige, der bereits von Mutterleib an als abhängiger Mensch auf Gott geworfen war. Wir sehen ihn Hunger leiden, aber auch als den, der 5000 Männer mit 5 Broten und 2 Fischen versorgte. Er war durstig, obwohl er die Macht besaß, Wasser in Wein zu verwandeln. Einmal wurde er von einem Boot über den See befördert, ein anderes Mal lief er majestätisch auf den tobenden Wassermassen. Jeden Morgen ließ er sich unter Gebet das Ohr öffnen. Jesaja 50, Vers 4. Um wie ein Jünger belehrt zu werden. Doch die gleiche Person beherrschte mit Autorität die Naturgewalten, obwohl er am Kreuz keine menschliche Kraft mehr besaß und seine Zunge an seinem Gaumen klebte. Psalm 22, Vers 16.
konnte er dennoch mit lauter Stimme ausrufen: Es ist vollbracht. Johannes 19, Vers 30. Je mehr wir über sein einzigartiges Leben nachdenken, desto mehr werden wir dem zustimmen, was Sulamit und die Söhne Korachs über ihn sagen. Er ist ausgezeichnet vor Zehntausenden und schöner als die Menschensöhne. Hohelied 5, Vers 10 und Psalm 45, Vers 3. Wir können den ewigen Sohn Gottes in seiner Allmacht und Allwissenheit nicht nachahmen. Doch als abhängiger Mensch ist er unser Vorbild, dem wir immer ähnlicher werden sollen. Gott hat uns Menschen als abhängige Geschöpfe erschaffen. Deshalb können wir nur dann dauerhafte Erfüllung und Zufriedenheit finden, wenn wir wirklich in Abhängigkeit von Gott leben möchten und auf diese Weise dem Zweck unserer Existenz entsprechen. Deshalb sagte der Herr zu seinen Jüngern: Es ist dem Jünger genug, dass er sei wie sein Lehrer und der Knecht wie sein Herr. Matthäus 10, Vers 25. Das Wort Gottes nennt ihn den Anfänger und Vollender des Glaubens, der den Weg der Abhängigkeit vor uns hergegangen ist und das Ziel bereits erreicht hat. Hebräer 12, Vers 2. Jetzt liegt es an uns, ihm auf diesem Weg zu folgen. Doch wie sieht das praktisch im Alltag aus? Die folgenden Gedanken sollen einerseits dazu motivieren, von unserem Herrn und Meister zu lernen, was ein abhängiges Leben ausmacht. Andererseits können sie uns vielleicht etwas dabei helfen, die herausfordernden Worte Jesu zu verwirklichen, der uns auffordert: Bleibt in mir, denn außer mir könnt ihr nichts tun. Johannes 15, 4 und 5. Dieses Buch ist nicht dazu gedacht, auf Anhieb in einem Mal durchgelesen zu werden. Stattdessen sollte man die Andachten jede einzeln in seiner persönlichen stillen Zeit auf sich wirken lassen. Die Fragen, die oft am Ende gestellt werden, sollen zum Nachdenken anregen und erzielen die beste Wirkung, wenn man in Ruhe darüber betet. Einleitende Gedanken. Das Glück eines abhängigen Lebens. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Johannes 10, Vers 10. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Johannes 15, Vers 5. Hat der Herr Jesus einmal zu seinen Jüngern gesagt. Damit macht er deutlich, dass es nur einen Weg gibt, auf dem wir Frucht für Gott bringen können, wenn wir in ihm, dem wahren Weinstock, bleiben. Aber was bedeutet das eigentlich praktisch? Wie kann man das im täglichen Leben verwirklichen? Wie würdest du diese Frage beantworten? Abhängigkeit bedeutet, auf jemanden angewiesen zu sein. Das Wort hat für uns oft einen negativen Beigeschmack, da wir gerne unabhängig sind und in unsere Freiheit nicht eingeschränkt werden möchten. Doch wer einmal erlebt hat, wie konkret man durch praktizierte Abhängigkeit die Führung Gottes und sein Wirken erleben kann, kommt zu einer ganz anderen Überzeugung. Gelebte Abhängigkeit ist der Schlüssel zu einem gesegneten, sinnerfüllten und spannenden Leben in Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, der auch heute noch wunderbare Dinge tut. Ein wiedergeborener Christ, der in Abhängigkeit von Gott lebt, wird folgende drei Punkte in seinem Leben praktizieren, die in diesem Buch etwas eingehender beleuchtet werden. Er zeigt durch sein Gebetsleben, dass er abhängig lebt. Er macht sich von der Leitung und der Kraft des Heiligen Geistes abhängig. Und er lebt in der Erwartungshaltung, dass Gott durch sein lebendiges Wort zu ihm spricht und ihm dadurch Wegweisung gibt.
Doch wie sieht so ein abhängiges Leben konkret aus? Wenn du das wissen willst, dann musst du das Leben des Herrn Jesus studieren, der Anfänger und Vollender des Glaubens. Hebräer 12, Vers 2. War stets im Gebet. Psalm 109, Vers 4. Wurde durch den Heiligen Geist geleitet. Lukas 4, Vers 1. Und lebte von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Matthäus 4, Vers 4. Weil er jetzt in der Kraft des Heiligen Geistes in dir lebt, bist du in der Lage, in seinen Fußspuren zu gehen und so zu wandeln, wie er gewandelt ist. 1. Johannes 2, Vers 6. Doch das wirst du nur dann schaffen, wenn du täglich in bewusster Abhängigkeit von ihm lebst. Die folgenden Andachten sollen dir dabei helfen, mehr über das wunderbare Leben des Herrn Jesus nachzudenken. Je gründlicher du das unter Gebet tust, umso mehr wirst du ihm in seiner Gesinnung und in seinem Verhalten ähnlicher werden und so Frucht bringen, die in Ewigkeit bleibt. Johannes 15, Vers 8. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und ihr werdet meine Jünger werden. Seid reichlich gesegnet.